Hallo und herzlich willkommen bei Indras Basteloase. Wir hatten am Samstag kleines Teamtreffen im Team Bastel Queen und da möchte ich euch heute die Swaps zeigen, die wir ertauscht haben und auch unsere Bastelprojekte. Anfangen möchte ich mit den Swaps. Das hier war mein Swap. Einmal so eine Matchbox, also hier zum Rausschieben, und innen drin verbirgt sich dann so eine Shadowbox, angepasst auf 6 so Mini-Tic-Tac-Döschen, die nennen sich Tic-Tac-Travels, die gibt es zum Beispiel bei Amazon oder auch sonst irgendwo im Netz. Wenn ihr da mal nach Mini-Tic-Tacs googelt oder nach Tic-Tac-Travels, da werdet ihr die bestimmt finden. Gearbeitet habe ich hier mit dem wunderschönen Designerpapier Sonnenschein und Regenbogen aus der aktuellen Celebration. Und auch die ausgestanzten Wolken sind aus dem Designerpapier. Und das Schöne an dem Designerpapier ist ja, dass die Wolken genau zu der Handstanze haben, passen, die wir im Mini-Katalog haben. Das war also, wie gesagt, mein Swap. Dann kommen wir zur Doreen. Die Doreen hat uns diesen Swap mitgebracht. Einmal eine Karte mit einem schönen Fenster aus Klarsichtfolie gearbeitet. Finde ich auch eine tolle Idee. Man kann mit unserer Fensterfolie nämlich auch Schachteln basteln. Ganz toll. Und hier hinten dann mit Fach zum Rausziehen, wo man den Lippenstift dann entnehmen kann. Ist auch eine sehr schöne Idee, gerade jetzt zur Winterzeit. So ein Lippenpflegestift, das kann man ja immer brauchen. Dann kommen wir zur Claudia. Sie hat uns diese wunderschöne Box mitgebracht. Einmal hier zum Öffnen. Verziert mit dem wunderschönen Tulpenset aus dem aktuellen Mini-Katalog. Und wenn ich es hier öffne, dann haben wir so eine Hubbox, oder ich weiß gar nicht, wie die heißen, Ziehschachtel, wo dann die Schokolade eben so nach oben kommt. Auch total schön. Vielen Dank, liebe Claudia. Dann kommen wir zur Margarete. Sie hat uns dieses kleine Goodie mitgebracht. Einmal hier so ein schönes Herz-Goodie mit 3 Gummibärchen drin. Und was man ja immer brauchen kann, einen Post-its-Block. Immer noch personalisiert mit dem Anfangsbuchstaben von jedem. Auch eine ganz tolle Idee. Vielen Dank, liebe Margarete. Dann kommen wir zur Susanne Matz aus meinem Team. Ihr findet sie auf Instagram unter Miss Wonderpaper. Und sie hat uns dieses tolle Auto mitgebracht. Sie hat auch einen YouTube-Kanal. Auch der nennt sich Miss Wonderpaper. Ich verlinke euch den mal unten in der Infobox. Ein ganz tolles Auto hat sie uns da gebastelt. Und von der Größe her hat sie das angepasst auf diese Kartons von Stampin' Up. Die gab es mal im Katalog. Die sind gerade noch in der Ausverkaufsecke. Also wenn ihr euch die noch sichern wollt, die sind gerade richtig günstig zu bekommen. Und in diesem Auto ja eine super tolle Geschenkidee. Da hat sie uns ein bisschen Trinken und Naschi für den Heimweg, also für mich natürlich nicht für den Heimweg, aber für die anderen Teilnehmer für den Heimweg dann was reingetan. Dann kommen wir zur Andrea. Ihr Swap war gleichzeitig unser erstes Bastelprojekt, also wir haben das als erstes Bastelprojekt zusammen gebastelt und das war dann gleichzeitig eben ihr Swap und das ist so eine Pause Box, eben einfach, um mal sich einen Moment Ruhe zu gönnen. Ein Tee drin, eine kleine Schokolade, ein Teelicht, ein bisschen Kaffee, sodass man eben einfach auch mal zur Ruhe kommt. Auch das finde ich eine wunderschöne Idee. Gebastelt mit dem Designerpapier, einfach elegant. Und der Stempel ist aus entspannte Momente. Total schön. Dann kommen wir also auch schon zu unseren Bastelprojekten. Also wie gesagt, das war unser erstes Bastelprojekt. Unser zweites Bastelprojekt war dann meine Kaugummi-Automatenkarte. Da habe ich euch ja das Video auch schon gezeigt. Wer das noch nicht gesehen hat, also aus dem Produktpaket Gumball Greetings, dieser Kaugummi-Automat. Und der Clou ist eben, dass der richtig funktioniert. Also wenn ich hier dran drehe, dann kommen hier unten die Süßigkeiten raus. Verbaut ist hier so eine stabile Mechanik aus einem 3D-Drucker, die ihr bei mir auch käuflich erwerben könnt. Das war unser zweites Bastelprojekt. Und als drittes Projekt, da haben wir einfach ein bisschen rumgespielt
Und zwar erstens mit diesen Stanzformen Karten im Hochformat. Die haben wir einfach mal ein bisschen getestet. Und zum zweiten haben wir das ganz neue Produktpaket Mehr an Glück getestet. Das gibt es jetzt ganz neu ab 1. März für Kunden erhältlich. Wir Demos dürfen sie ja immer einen Monat vorher schon ausprobieren. Nennt sich Wellen des Ozeans, die neue Reihe. Das ist schon so eine Vorab-Aktion aus dem neuen Jahreskatalog. Wobei im Jahreskatalog dann nur die Stanzformen und das Stempelset übernommen werden. Das Papier und die Accessoires, die ich euch zeige, die werden dann, die wird es nur kurzzeitig geben. Das ist einmal das. Dann haben wir diese wunderschönen Basic Strassschmuck in den schönen Blautönen, eben passend zum Papier. Und dann kommen wir auch schon zum Papier. Das ist einmal, ich zeige euch jeweils Vorder- und Rückseite. Also ich finde es sind ganz tolle Farben. Dann kann man eben dann schön auf das Meer mit nachahmen. Ups. Ach, die Farbkombi hier finde ich total schön. Papier. Und dann kommen wir mal zu den Kartenversuchen, die wir gemacht haben. Wir mal einmal hier hat die Andrea das probiert, mal die jeweils die jeden zweiten dieser Bögen eben zurückzuklappen. Finde ich auch eine sehr schlaue Idee. So sieht es eben eigentlich aus mit diesen Zacken. Und gerade das Designerpapier im Hintergrund, finde ich, kommt hier richtig gut. Gerade natürlich noch ein bisschen ausverziert. Das war, wie gesagt, einfach nur ein bisschen rumgespielt. Das ist jetzt zum Beispiel ein fertiges Kartenergebnis. Hier mit dem Vogel drauf. Und innen drin mal die Welle gestempelt aus dem Stempelset. Und auch hier eine fertige Karte. Und das dritte Kartenbeispiel wäre dann dieses hier mit der Welle. Das ist dann eben die filigrane Welle noch ausgestanzt in Metallicfolie. Da fällt mir ein, Metallicfolie gibt es auch noch neu. Das wäre diese hier. Das sind 6 Bögen, also jeweils 2 pro Farbe in diesen 3 Farben. Ist auch total schön. Also das alles erhältlich ab 1. März. Und das waren jetzt mal soweit die ersten Ideen dazu. Genau, in meinem nächsten Video werde ich euch zeigen, wie ich diese Shadowbox gemacht habe. Und ich werde auch in einem kommenden Video euch zeigen, wie diese Pausenbox erstellt wird. Und dann freue ich mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis dahin, tschüss! Anything is possible, it started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One call change the way we live, focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's amping up and it's our way. Much more than stamps and ink. It's more than just a card you see. It's part of you, a part of me. It's creativity. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen hoch da. Hier geht's zu meinem nächsten Video. Hier kannst du meinen Kanal abonnieren. Aktiviere am besten auch gleich die Glocke, um keines meiner Videos mehr zu verpassen.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Bis dahin, tschüss!